In dieser Woche kehrt Emmy endlich zurück aufs Hausboot. Nach ihrer Liebeskrise mit Kretze hatte sich der Rotschopf eine Auszeit genommen, um sich über seine Gefühle klar zu werden, und entschieden, sie will es wieder mit Kretze versuchen und ungeachtet ihres Wunsches, ins Grüne zu ziehen, in Berlin bleiben. Kretze ist überglücklich über Emmys Rückkehr. Allerdings hadert er mit sich, ob er ihr nicht von dem Seitensprung mit Hanna berichten sollte. Auf Linz und Schmittis Drängen hin verschweigt er ihr dies jedoch. Doch seine Freundin findet die Wahrheit schließlich über jemand anderen heraus, als Emmy vor Kretze das Feuer im Foodtruck anspricht, an dem Lin schuld ist, platzt diese mit dem Seitensprung mit Hanna heraus. Für Emmy ein Schock, den sie erst einmal verdauen muss. Um Abstand zu gewinnen, flüchtet der Rotschopf zunächst zu seiner Mutter. In Folge 2549, die am 11. Oktober ausgestrahlt wird, werden schließlich Kretzes schlimmste Befürchtungen wahr. Emmy kehrt noch einmal zum Hausboot zurück, um ihre Sachen zu holen. Sie ist zutiefst verletzt und macht ihm klar, dass sie definitiv ausziehen wird. Kretze reagiert erschüttert und fürchtet, dass seine Beziehung nun endgültig am Ende ist, so RTL 2.